Achtsamkeit und Geistesruhe als Morgenmeditation. Zuerst eine etwa 20-minütige Phase mit einer kurzen Achtsamkeitsanleitung. Und dann wechseln wir zur Herangehensweise der Geistesruhe, der Shamatha-Meditation. Wir erkennen die Kostbarkeit dieser Meditationssitzung. Jetzt haben wir die Gelegenheit, unsere Achtsamkeit wachzurufen und Geistesruhe zu kultivieren. Dabei wollen wir so geistesgegenwärtig wie nur möglich sein, um hier und jetzt eine wache und freundliche Präsenz zu kultivieren, die es uns ermöglicht, mit uns und anderen achtsamer, geduldiger und freundlicher sein zu können. Diese Meditationszeit ist die Gelegenheit, den eigenen Geist zu klären und ihn von gewohnheitsmäßigen Tendenzen und festgehaltenen Vorstellungen zu reinigen. Durch das Hervorbringen einer gelassenen und ruhigen Präsenz, der Bereitschaft, Leidvolles in uns und bei anderen wahrzunehmen, zu besänftigen, anzuerkennen und die Kräfte der Herzenswärme zu wecken, möge sich der Nutzen dieser Übung entfalten. Bitten wir um geistigen Schutz für unsere Übung. Bis zum Erwachen nehme ich Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha. Durch die Praxis von Großzügigkeit und der anderen Paramita möge ich zum Wohl aller Lebewesen das Erwachen finden. Kurz kommentiert. Natürlich stellen wir uns unter einem Buddha vor, dass er die Pfade von Achtsamkeit und Geistesruhe vollendet hat, auch darüber hinaus noch Weisheit und Mitgefühl und alle Qualitäten des Bewusstseins der Buddha-Natur entfaltet hat, dass der Dharma alle Wege und Pfade aufzeigt, wie wir diese Erfahrungen gewinnen können, und dass der Sangha es beweist, dass es Menschen möglich ist, seit Jahrtausenden diese Wege zu gehen. Ob wir nun Achtsamkeit oder Geistesruhe-Meditation üben, eine geeignete Meditationskörperhaltung ist für beide Ansätze sehr günstig, sehr, sehr wichtig. Die Haltung darf geerdet sein. Wir sitzen fest auf unserem Platz. Wir richten uns auf, lassen den Oberkörper nach oben strebend wachsen. Schauen, dass der Körper auf allen Ebenen gut ausgeglichen ist, nicht geneigt zu einer Seite. Bei Körperbeschwerden, bei Schwäche können wir uns auch etwas anlehnen, aber ansonsten sitzen wir mit freiem Rücken, lassen die Wirbelsäule oder das ganze Knochengerüst den Körper tragen. Auch die Energien darin richten sich
im Grunde nach unten und nach oben auf, sodass sie den ganzen Körper füllen und uns die Kraft verleihen, so zu sitzen. Wir haben solche Energien in uns, können das, sind aufrecht gehende und aufrecht sitzende Lebewesen. Und wir legen Wert auf Entspannung. Entspannen sowohl das, was noch an Spannungen in uns war, als wir uns zur Meditation hinsetzten. Werden gelassener, ruhiger, lassen Dampf ab. Entlassen auch die Anspannungen, die vielleicht durch die Meditationshaltung entstehen, wenn wir sie noch ein bisschen ungeschickt aufgebaut haben, zu versteift, zu hart mit uns sind vielleicht, werden wir weicher. Und mit Achtsamkeit, mit der Qualität von einem sehr präsenten, auch wohlwollenden Hinspüren und Hinschauen auf das, was gerade da ist, betrachten wir jetzt erst einmal eine Weile diesen so sitzenden Körper von außen und von innen. Ein bisschen, als würden wir in einen Spiegel schauen, aber es ist der Geist selbst, der sich zurückzieht von allem Äußeren und diesen eigenen Körper erforscht. Einfach mal so nachschaut, wie sitzt er da, wie fühlt er sich an. Das heißt natürlich, wir achten etwas mehr auf das, was wir tatsächlich wahrnehmen und spüren können. So können wir auch die Atmung schon nutzen, die uns dann ja auch bald auffällt. Es gibt auch die Methode, mit dem Atem, mit der Atemachtsamkeit zu beginnen. So kann man sich dann auch vorstellen, dass die Atmung fast identisch ist mit der Achtsamkeit und diese sich deshalb so mit dem Atem durch den Körper hindurch bewegt, weswegen sagen viele Anleitungen, stell dir vor, du würdest in die Füße hinein und aus diesen heraus atmen, in die Beine, in die Hände, in die Arme, in den Bauchraum, überall hin. Es würde der Atem die Achtsamkeit sein oder zumindest tragen. Und gleichzeitig sind wir uns der Atembewegungen gewahr.
Während wir Achtsamkeit üben, kann es sein, dass all das, was wir gerade anschauen, betrachten, deutlicher wird. Das Erleben wird geradezu vertieft. Und wir üben es erstmal am eigenen, um es dann auch auf alles Mögliche ausrichten zu können, um achtsam mit diesem oder jenem, mit alle möglichen, mit Lebewesen, mit Dingen, mit unseren Tätigkeiten, mit unseren Wahrnehmungen generell sein zu können. Wir üben es am eigenen zuerst. So kommen wir immer mehr in einer Präsenz an, denn das geht natürlich nur aus dem Momenthaften heraus, aus den Augenblicken. Jetzt ein paar Minuten in Stille. Wenn wir so Achtsamkeit üben, haben wir natürlich dabei ein paar Gedanken. Aber schauen wir, dass unsere Gedanken möglichst nah am direkten Erleben bleiben. Die Ruhe kommt dann dadurch, dass das, was wir betrachten, wahrnehmen, spüren und das, was wir dazu denken, ganz nah beieinander liegen.
Wenn wir merken, dass die Gedanken ganz woanders hingehen, dann bringen wir sie zurück. Das ist dann wie bei Shamatha. Und so können wir uns dann auch durch die direkte Betrachtung dessen, was jetzt erlebbar ist und da ist, unsere eigenen Gemütsbewegungen vollkommen gewahr werden. Wir wissen, was wir gerade denken. Wir sehen, was in unserem Geist aufsteigt, für eine Weile da ist und sich auch wieder verändert und vergeht. Es bringt vielleicht eine gewisse Ruhe in unser Gemüt, weil die Prognose ist, wenn das so auseinanderfällt, wenn der Mensch, wir, ja, uns nicht mehr gewahr dessen sind, was in uns vor sich geht, und dann ganz viele Gedanken und Gefühle und Emotionen durcheinander gehen, dann leiden wir auch mehr und können unseren Geist nicht mehr sehen. Er beherrscht uns.
Oder wir versinken in unseren Gemütszuständen und dem kommen wir hier zuvor. Oder da räumen wir durch unsere Achtsamkeitspraxis etwas auf. Und lassen die Qualität der Präsenz, der Wachheit, des Achtsamseins vielleicht größer werden als alle anderen Gemütsbewegungen. Im Grunde benötigen wir diese Art von Achtsamkeit auch bei der Shamatha-Praxis. Nur dass wir uns jetzt dazu entscheiden, an dem Punkt, wo wir quasi unser Gemüt sehen oder etwas deutlicher uns dessen gewahr werden, was in uns vor sich geht, das zu beruhigen. Nicht nur anzuschauen und es vielleicht ein bisschen laufen zu lassen, sondern sich zu sagen, genau dieser denkende, träumende, kreative Geist oder auch unbewusste, leidende oder wie auch immer, verwirrte Geist, den gilt es zu besänftigen, zu zähmen und nachzuschauen, ob es nicht Zustände von Ruhe, Klarheit, Freiheit von Verwirrung gäbe und wie die dann zu erleben wären. Da gibt es ja dann die Lehren von den 10 Stufen von Shamatha zum Beispiel oder 9, je nach Darstellung, wie man die Shamatha-Erfahrung gewinnen und vertiefen kann. Wir kommen meistens nur in den Bereich der ersten 3 Stufen, wenn wir meditieren im Alltag. Ungefähr, vielleicht auch nur zur ersten, wenn überhaupt. Dies soll nun eine Shamatha-Meditationsphase sein, noch eine gute Viertelstunde. Da legen wir jetzt bei der Körperhaltung noch etwas mehr Wert darauf, dass der Körper völlig zur Ruhe kommt in der Sitzposition. Wir lassen zuerst den Körper ganz still werden. Vielleicht schauen wir da nochmal nach der Erdung. Werden uns vielleicht auch der Ruhe des Raumes gewahr, der uns umgibt, sodass wir bemerken, dass die Ruhe, die wir suchen, auch des Körpers bereits da ist, dass die Umstände günstig sind. Lassen wir den Körper in der Aufrichtung, vor allem dann in seiner Mitte zur Ruhe kommen.
Halten den Kopf still, mittig, mit entspannten Gesichtszügen. Die Arme, die Hände wirklich vollkommen gelöst, abgelegt an geeigneter Stelle. Dann lassen wir die Ruheposition des Körpers erst einmal wirken und können uns vielleicht fast wünschen, innerlich auch so ruhig zu werden, wie es der Körper uns jetzt zeigt oder fast vorgibt.
Ja, und falls wir dann nach einer Weile der Beruhigung und Sammlung bemerken, dass der Geist doch wieder mehr wandert und träumt, oder sagen wir einfach kreativ ist oder auch verwirrt, dann erkennen wir die Notwendigkeit eines Shamatha-Fokus, also einer Vertiefung der Übung dadurch, dass wir einen Fokus wählen für unsere Shamatha-Praxis. Das kann dann wieder die Atmung sein oder wenn wir es kennen und es gewohnt sind anzuwenden, auch ein anderes Shamatha-Fokusobjekt. Da gibt es Visualisationen, da gibt es Übungen mit offenen Augen. Goldstandard könnte die Atmung sein, aber jetzt als etwas, als eben ja, Grundlage dafür, dass wir die Aufmerksamkeit auf sie richten können, um sie hier zu halten und immer wieder zurückzubringen zur Atembewegung. Und da geht es jetzt nicht mehr so sehr, obwohl es ist gut, wenn wir das kennen und eben auch erfahren haben, um das Spüren der Atmung, sondern um den bloßen Atem. Den Atem als Bewegung, den Atem als eine ruhige Kontinuität, der wir uns immer wieder zuwenden können. Bei der wir bleiben können, mit der wir uns geistig völlig verbinden können. Und wenn wir diese Verbindung verlieren, können wir sie jederzeit ganz leicht neu knüpfen. Und wenn so der Geist mehr und mehr zur Ruhe kommt oder für eine Weile verweilt, dann lassen wir ihn so, wenn er sich wieder bewegt hat und wir das erkennen, kehren wir zurück zum Atem oder eben zu dem gewählten Shamatha-Fokus. Sitzen wir eine Weile weiterhin in Stille und üben so.
Wir sind in der letzten Minute unserer Morgenmeditation angekommen. Das dürfen wir dann auch spüren und wissen, dass es bald zu Ende geht mit unserer Sitzung. Uns langsam aus unserer Meditation lösen, die Kreativität des Geistes wieder etwas mehr zulassen, ohne gleich in Panik zu geraten. Wir schließen aber eine Sitzung ganz allmählich und würdevoll ab, hören erst noch einmal in Ruhe, mit voller Achtsamkeit, drei Töne von der Klangschale, bis sie verklungen sind, sammeln dann alles Heilsame, Positive, was durch unsere Übung entstanden ist, und widmen es unserem Leben, dem Wohl der Wesen und lassen daraus noch gute Wünsche entstehen. Wir widmen alle unsere Bemühungen, unsere Übung in Achtsamkeit, Geistesruhe, wacher Präsenz und Herzenswärme, dem Wohlergehen aller Lebewesen. Möge diese Praxis uns befähigen, für andere da zu sein, mit dem Herzen ganz anwesend zu sein und mit uns selbst und anderen Freundschaft schließen zu können. Mögen wir so unsere Verbundenheit mit allen Lebewesen erkennen, wertschätzen und zu einem Mitgefühl ausstrahlenden Wesen werden. Mögen wir dazu beitragen, die Unruhe, Nöte und Ängste, die geistigen und körperlichen Leiden, die wir selbst und andere erfahren, durch unsere Achtsamkeit und freundliche Anwesenheit zu lindern und zu überwinden.